Hallo ihr lieben Bewusstseinsforscher, willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und Shiva. Wir haben heute wieder ein extrem spannendes Video für euch, eins, das ihr sicherlich so noch nie gehört habt. Ja, wir sind Bewusstseinsforscher, wir beschäftigen uns mit Astralreisen, luzides Träumen, Spiritualität allgemein, Bewusstseinserweiterung und natürlich die spirituelle Dissoziation. Ja, was unsere Videos eigentlich irgendwie speziell macht, ist, dass wir niemals nur über Theorie oder Hörensagen reden, sondern einfach immer nur über die Themen, die wir tatsächlich auch selbst beide erlebt und erfahren haben. Wenn es einer von uns nicht erlebt hat, sprechen wir nicht darüber, nicht in unseren Videos, sondern wirklich, wenn wir es erlebt und erfahren haben, dann machen wir ein Video. Und ja, wir haben unser Wissen nicht aus Büchern, sondern wirklich über die spirituelle Dissoziation, Meditation, Zirbeldrüsenflash, Träume, Astralreisen. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir wirklich in dieses extrem spannende Video ein heute. Mhm. Dieses wirklich sehr spannende Thema. Auch das haben wir beide schon erlebt, ne? Mhm. Durch die spirituelle Dissoziation kann man auch erkennen oder wird man auch erkennen, dass man mit seinen Gedanken seine Wahrnehmung beeinflusst. Man erschafft also die Realität aufgrund seiner Gedanken, seiner Gefühle, seinen Erwartungen, Überzeugungen, Meinungen und so weiter. Und wir haben ja immer empfohlen, die spirituelle Dissoziation zu praktizieren, um eben auf die Gestaltung der persönlichen Realität Einfluss nehmen zu können. Und ja, wir sind eigentlich dann alle Schöpfer. Ja. Schöpferwesen, die eben durch ihre persönliche Programmierung, das ist so für uns so das umfassende Wort für das Erschaffen der Realität durch Gedanken, Überzeugungen, Gefühle, Erwartungen und so weiter. Und diese Programmierung kann eben auch sehr individuell aussehen. Beispielsweise, was ein schwarzer Hund für einen Eindruck auf einen macht. Die eine Person würde zum Beispiel in einem Traum einen schwarzen Hund als negativ beschreiben. Er ist schwarz, er ist groß, er sieht bedrohlich aus. Das ist ein schlechtes Symbol für mich. Oder wenn man im Wald spazieren geht und steht plötzlich einem schwarzen, großen Hund gegenüber. In solch einem Fall würde ja auch jeder unterschiedlich reagieren. Der eine rennt weg, der andere bewirft ihn mit dem Stein, der andere versucht mit ihm zu kommunizieren, der andere gibt ihm eine Wurst. Ne? Ganz unterschiedlich. Und eine Person, die beispielsweise Hunde sehr gern hat, würde in einem Traum beispielsweise einen schwarzen Hund nicht negativ interpretieren. Der würde ja dann denken, oh, ich habe von einem Hund geträumt, wie schön, vielleicht kriege ich bald einen Hund oder vielleicht nehme ich bald einen schwarzen Hund in Pflege und freut sich schon. Ja, anhand dieses Beispiels mit dem schwarzen Hund sieht man also, dass jede Person auf seine Weise unterschiedlich programmiert ist. Und diese Programmierung ist ja Teil auch der Lebenserfahrung, die man gemacht hat. Und sobald also eine Erfahrung in unserer Gegenwart in unser Leben eintritt, eine persönliche Erfahrung, versuchen wir diese Erfahrung natürlich immer zu bewerten, einzuschätzen, zu analysieren. Und in dem Zusammenhang greifen wir eben auf unsere Lebenserfahrung, das heißt auf unsere Erinnerung zu. Und jede Erinnerung, die wir haben, ist eigentlich ja, eine elektromagnetische Verknüpfung in unserem Gehirn. Mehr ist es ja letztendlich nicht. Weil niemand kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass all die Erfahrungen, die eine Person in ihrem Leben gemacht hat, auch wirklich stattgefunden hat. Oft neigen wir dazu, so im Laufe der Jahre eine erlebte Erfahrung aus der Vergangenheit auch umzuinterpretieren. Ja.
Oder wir neigen dazu, sogar diese Erinnerung abzuwandeln, ohne dass es uns selbst so richtig bewusst auffällt. Ja, das war jetzt alles nicht wirklich was Neues. Das kennt man ja schon, haben wir auch schon Videos drüber gemacht, über die persönliche Realität und die Gestaltung der persönlichen Realität. Aber was hat das jetzt mit dem Schock des Universums auf sich? Und da wäre jetzt der Einstieg. Also du hast ein Erlebnis gehabt, das ist schon ein paar Jahre her. Ich habe auch vor ungefähr 5 Jahren ein Erlebnis gehabt. Und dann hattest du jetzt vor 3, 4 Tagen noch ein Zirbeldrüsenflash. Man muss sagen, die beiden Erlebnisse vor einigen Jahren, uns war klar, was haben wir erlebt und es war auch klar, was das bedeutet insgesamt. Aber nur durch diesen kleinen Zirbeldrüsenflash war es für uns beide so, dass sich alle Puzzleteile verknüpft haben. Alle 3 Erlebnisse, die wir hatten, waren vonnöten, um das Puzzle zu lösen. Also nur sein Erlebnis und der Flash hätte vielleicht nicht gereicht, nur meins und sein Flash hätte nicht gereicht. Das waren wirklich 3 Abschnitte, die passieren mussten, um eben diese wirklich tiefgreifende und tatsächlich sehr schockierende Erkenntnis zu gewinnen. Und da sieht man auch wieder, dass die Zeit nicht linear verläuft. Wir haben es schon mal in 1, 2 Videos erklärt oder zumindest angedeutet, dass die Zeit nicht linear verläuft, sondern dass Ereignisse in Abschnitten stattfindet. Das heißt, sein Erlebnis vor vielen, vielen Jahren, mein Erlebnis vor 5 Jahren und der Zirbeldrüsenflash haben zeitlich eigentlich hintereinander stattgefunden. Es war ein Abschnitt. Man mag das nicht so erkennen auf den ersten Blick, weil eben dazwischen viele Jahre liegen. Aber in Wahrheit haben wir alles hintereinander erlebt und dann die Erkenntnis erhalten und das Puzzle gelöst. Ja, es ist schwierig, sich das vorzustellen, aber vielleicht kommt es ja telepathisch rüber, wie wir das genau meinen. Oder magst du es noch genauer erklären mit den Abschnitten? Ja, erstmal müssen wir erklären, was ein Zirbeldrüsenflash ist. Weil viele Zuschauer denken sich, Zirbeldrüsenflash, was soll das sein? Okay. Und ein Zirbeldrüsenflash heißt deshalb Flash, also von Blitz. Ja, das heißt, er taucht nur für eine Sekunde auf. Vielleicht manche erleben einen Zirbeldrüsenflash auch für 3 Sekunden, 5 Sekunden und andere wiederum nur für den Bruchteil einer Sekunde. Das bedeutet, Zirbeldrüsenflash ist ein ganz kurzer Ausstoß von DMT aus der Zirbeldrüse. Das ist ein mini kleines bisschen, das da ausgestoßen werden kann, beziehungsweise ausgeschüttet. Und in dem Moment hat man plötzlich eine Erkenntnis, ganz plötzlich. Sie kommt einfach so klick in den Kopf hinein. Eben in der normalen Alltagssprache würde man sagen, ich hatte heute eine Blitzidee oder ich hatte einen hellen Moment oder sowas in der Art. Man darf das aber nicht so vereinfacht sehen. Bei Zirbeldrüsenflashs ist es nämlich so, dass da nicht nur eine Information reinkommt. Es ist so, dass diese eine Information wie ein großes Paket ist und da sind noch ganz viele kleine Pakete drin. Das heißt, es ist eine Information mit tausenden Informationen darin, Bildern und allem drum und dran, wie man sich das vorstellen kann. Also es wird einem nicht nur eine Information mitgegeben, sowas wie, ihr liegt in Kryokapseln, sondern auch, wo sind die Kryokapseln, wie groß sind die Kryokapseln, wie sehen die Kryokapseln aus, dann gibt es noch Bilder dazu, wie sehe ich da drin aus, alle möglichen Informationen. Und das zu Hunderten oder Tausenden sind da drin, die du alle auf einmal bekommst. Natürlich kannst du sie nicht alle auf einmal abspeichern oder erinnern, aber das Gefühl, das auch dahinter steht, hinter den ganzen Informationen, das kannst du schon sehr intensiv aufnehmen und auch dann zum Teil die Informationen auseinandernehmen und sie dann separat besprechen, sozusagen wahrnehmen. Ja. Also ein Zirbeldrüsenflash kann also mega kurz sein, dass du nur eine Info reinkriegst, oder es kann auch sein, dass du eine Info reinkriegst und dann kommen nochmal 100 hinterher. Also es ist ganz unterschiedlich, die Länge des Zirbeldrüsenflashs, aber je länger er natürlich andauert, desto mehr Informationen erreichen dann das Bewusstsein. Es ist wie eine ZIP-Datei. So, jetzt. Eine ZIP-Datei. Wenn du die ZIP-Datei öffnest, sind da
gerne auch mal 100 weitere Dateien drin ist. So, genau, das ist eine Zirbeldrüsenfläche. Stimmt, das ist wahr. Ne? Komprimiertes Wissen. Genau. Ja. Und manchmal ist in der ZIP-Datei auch nur eine Datei drin. Kann auch. Und man denkt sich dann, warum wurde die überhaupt gesippt? Ne? Ja, das ist schon richtig, ja. Und anhand dessen ist jeder von uns eben ein Schöpferwesen. Und der Unterschied ist hierbei, dass wir natürlich Schöpferwesen mit Amnesie sind. Das heißt, wir erinnern uns nicht daran, dass wir Schöpferwesen sind. Und weil wir uns nicht daran erinnern, ist uns auch nicht wirklich bewusst, dass wir unsere persönliche Realität. Persönliche Realität bedeutet nur die Realität, die wir auch unmittelbar wahrnehmen. Wenn jetzt also Putin sagt, ja, gestern Abend bin ich mit dem Fahrrad gefahren und habe dann Joe Biden getroffen und wir haben uns gekloppt. Ne? Dann ist das nicht deine persönliche Realität in dem Moment, weil du warst nicht dabei. Du hast es irgendwo gelesen, Punkt. Ne? Also das, was du so liest oder so hörst oder was du im Film siehst und so, gehört nicht zu deiner persönlichen Realität. Zu deiner persönlichen Realität gehört nur das, was du auch unmittelbar erlebst, wo du dabei bist. Ja. In einem Film, ne, oder in der Szene. Das ist eben die persönliche Realität. Und jeder von uns gestaltet eben seine persönliche Realität ganz individuell. Und wie gesagt, der eine schenkt dem schwarzen Hund eine Wurst und der andere läuft weg, weil er Angst vor dem Hund hat. Das heißt, wir haben aufgrund unserer Lebenserfahrung dann die Realität entsprechend erschaffen. Ja. Oder, um es vielleicht auch mal anders zu formulieren, wir haben eine Realitätsauswahl getroffen aus verschiedenen Realitätsoptionen. Denn in jeder Situation, die uns begegnet, wählen wir aus. Da habe ich mal so ein tolles Bild gesehen. Von so einer Frau, die im Schlafzimmer steht und sieht ihren Mann mit einer anderen Frau im Bett liegen. Und dann sah man rechts so ihre Gedankenblase. Und dann stand alles daneben, die ganzen Optionen. Ne? Ich mache jetzt voll die Szene. Ne? Ich schmeiß beide raus. Ich schmeiß nur die Frau raus. Ich schmeiß nur den Mann raus. Ich lege mich dazu. Ne? Also das waren so die Optionen, die die Frau in dem Moment hatte. Und wir als Schöpferwesen wählen dann eben eine dieser Optionen aus. Und das, was wir auswählen, ist dann auch unsere Schöpfung. Weil wir erleben sie ja dann in dem Moment. Ja, und Zirbeldrüsenfläche, ja genau. Letztens hatte ich mal wieder so einen Zirbeldrüsenfläche und hatte dann ganz plötzlich ja, die Erkenntnis, was geschieht, wenn ein Mensch zu 100% erkennt, dass er ein Schöpferwesen ist? Genau. Ja. Und das haben wir eben Schock des Universums genannt. Ja. Weil es, ich glaube auch, es war der größte Schock, ne? Es war so ziemlich das Gruseligste, was man sich so vorstellen kann. Und wir meinen jetzt nicht, da laufen Geister rum gruselig. Es macht auch wirklich eine... Ja, ich würde es hochdeutsch Scheißangst nennen. Wollen wir vielleicht erst unsere Erlebnisse erzählen, um das dann eine Conclusion zu fassen? Oder vielleicht fang noch mal mit deinem Erlebnis von damals an. Ja. Weil du warst ja der erste Teil des Abschnitts sozusagen. Jemand, der in der spirituellen Dissoziation sehr fortgeschritten ist, wird irgendwann, das kann Wochen dauern, Monate, Jahre, Jahrzehnte, ganz unterschiedlich, in einen Zustand kommen, in der er erkennt, dass er sich von einer Art Blase umgeben fühlt, beziehungsweise diese Blase auch sieht. Diese Blase haben wir Matrixhülle genannt. Dies bedeutet, jeder Mensch von uns befindet sich in einer Matrixhülle, in der er seine Realität wahrnimmt. Es ist eigentlich wie ein Ein-Mann-Kino, in dem man drin sitzt. Und die Leinwand ist eben die Innenwand dieser Blase. Ja. Und dort nehmen wir halt unsere Welt wahr. Also das bedeutet, während wir jetzt hier sitzen und dieses Video machen für euch,
befindet sich Shiva in ihrer Blase und ich mich in meiner Blase. Und ein Schöpferwesen soll ja auch lernen, wie man erschafft. Und das ist einer der Gründe, warum man sich eben in einer solchen Blase befindet. Und in meinem Erlebnis früher, ich habe öfter schon diese Blase wahrgenommen, diese Matrixhülle, die persönliche Matrixhülle. Und in der habe ich dann auch gesehen, tatsächlich, ich habe mich in dieser Blase wiedergefunden und habe auch darin gesehen, dass ich darin sitze und sozusagen meine Schöpfungen auf die Innenwand der Blase projiziert habe. Aber ich habe auch einen Zustand erlebt, in dem alles schwarz war. Also für mich war es in dem Moment so, dass die ganze Blase durchsichtig wurde und kein Realitätsfilm mehr abgespielt wurde. Und in dem Moment war alles schwarz. Absolute Schwärze, kann man sagen. Da war nicht ein kleines Lichtlein. Und als ich das erste Mal wahrgenommen habe, habe ich mich förmlich in die Hosen gemacht. Weil das war so erschreckend, so gruselig, dass ich eben erkannte, meine Realität, all das, was ich seit Jahrzehnten erschaffe, kann mit einem Fingerschnippen, verschwinden, deaktiviert werden. Und dann sitzt du dann ganz alleine in deiner Matrixhülle und siehst nur diese Schwärze. Und das ist ein sehr denkwürdiger und auch ein sehr imposanter Moment, wenn jemand, der die spirituelle Dissoziation trainiert, in diesen Zustand kommt. Also wir kennen viele Menschen, die das trainieren, aber bisher kenne ich nur sehr wenige, die wirklich so weit gekommen sind, diese Matrixhülle wahrnehmen zu können. Ja. Ja, und mein Erlebnis? Ja, wie war dein Erlebnis, Shiva? Du hast ja etwas Ähnliches wahrgenommen. Genau, ich habe auch erst unsere beiden Hüllen gesehen. Also meine auch, oder? Ja. Mhm. In der Schwärze. Und dann bin ich, das war von außen, aber dann bin ich ja sozusagen reingeswitcht und habe die Geschichte von innen wahrgenommen, in mir selbst. Und da war, es ist ja wie in der unendlichen Geschichte, das absolute Nichts. Es war so, ja, wie in der unendlichen Geschichte, dort erschafft man ja Phantasia, das ist unsere persönliche Realität. Und wenn man aufhört zu erschaffen, kommt das Nichts, das absolute Nichts, das ist absolute Schwärze und absolute Stille. Es ist so still, das kann man nicht mit absoluter Stille 3D vergleichen. Wir hatten schon mal hier auf der Erde auch absolute Stille, und zwar in Nevada, in der Wüste. Da hast du kein Vogel, kein Nichts, gar nichts gehört, das war absolut still. Aber das ist noch eine Art andere Stille, eine tiefe innere Stille. Und mich hat das damals so zu Tode gegruselt. Ich hatte so eine Angst, denn ich war vollkommen allein. 100%, da ist niemand. Der ganze Planet sozusagen ist leer. Es gibt keine Umgebung, es gibt keine Geräusche, es gibt keine Realität, es existiert einfach gar nichts. Und ich habe dann erkannt, dass ich, egal was ich erschaffe es nur, damit ich erkenne, dass ich alles erschaffe. Und ich habe auch erkannt, dass ich mich absichtlich hierher gebeamt habe, um zu vergessen, wer ich bin, damit ich lernen kann, zu erkennen, wer ich wirklich bin. Und dass ich der hundertprozentige Schöpfer dieser Realität bin. Und wenn ich aufhöre zu erschaffen, ist da absolut nichts. Und die Wahrnehmung, dass es natürlich sehr beängstigend und gruselig ist, sind natürlich unsere Filter, klar, unsere Ego-Filter. Denn in Wahrheit ist da nämlich etwas. Wenn man aus den Kokons rauskommt, ist da eine verdammt riesige Realität. Als ich durch den Kokon geschaut habe, habe ich auch Wesen gesehen, eines zumindest, das da entlang gegangen ist und auf die Kokons aufpasst sozusagen oder auf uns. Also da draußen ist etwas,
Aber wir nehmen das auch als absolute Schwärze und Stille wahr. Und für mich war das ein extremer Schock, das Ganze zu erkennen und plötzlich in diesem Nichts zu sein, in diesem absoluten Nichts. Der Schock des Universums, weil das ganze Universum existiert dann von einer auf die andere Sekunde nämlich nicht mehr. In deiner persönlichen Realität existiert weder die Sonne noch die Sterne noch die Galaxien, nicht die Erde, nicht mal Jonathan, niemand. Da bist du nämlich völlig allein und das war schon ziemlich hart in dem Moment. Ja, durchaus. Also wenn man das erfährt, da stehen einem wirklich alle Haare zu Berge, kann ich nur versichern. Ja, mindestens. Und das ist eben der Schock des Universums. Eigentlich ist es ja auch der Schock der Schöpferseele. Ne? Ja, richtig. Denn die Schöpferseele erkennt irgendwann auf dem Weg seiner Entwicklung, und da kommt jeder von uns hin, irgendwann, vielleicht in 20 Leben, in 50 Leben oder im nächsten Leben, vielleicht auch in diesem Leben, dass man sich dieser Matrixhülle bewusst wird. Und wenn man dann erkennt, dass man einfach alles erschaffen hat, alles selbst erschaffen hat, dann kommt der Schock des Universums. Denn was ist der Schock? Der Schock ist, dass das Schöpferwesen in dem Moment, wo es erkennt, dass es alles selbst erschaffen hat, nichts mehr erschafft. Das ist der Schock des Universums. Das heißt, das Schöpferwesen kann in diesem Moment nichts mehr erschaffen, weil es erkennt, dass es alles zu 100% selbst erschaffen hat. Jede Person, jedes Objekt, welches auch immer. Die Welt, die Natur, einfach alles. Und dieser Schock, den eben in dem Moment die Schöpferseele trifft, versetzt ihn eigentlich in den höchsten Zustand der Dissoziation, kann man sagen. Das ist der höchste Zustand der Dissoziation. Der Endpunkt, ne? Ja, eigentlich so der Endpunkt, weil er in dem Moment durch den Schock des Universums eben nicht mehr erschaffen kann und auch nicht will. Nee, macht auch gar keinen Sinn mehr dann in dem Moment. Ne? Ja, richtig. In dem Moment macht es auch keinen Sinn, in dem Moment noch was zu erschaffen, wenn du plötzlich erkennst, hä, das habe ich alles selbst erschaffen? Alles? Alles, was ich hier erlebt habe? Ja, viele fragen sich auch manchmal, ja, ich bin hier in der 3D-Matrix und warum habe ich alles vergessen? Warum leide ich an Amnesie? Die Vergessenheitsmaschine, über die wir berichtet haben, Amnesie. Und natürlich auch unsere Unfähigkeit, uns da sogar an unsere vorherigen Leben zu erinnern. All diese Informationen sind irgendwie für die meisten Menschen überhaupt nicht zugänglich. Mhm. Und an anderer Stelle, wenn wir natürlich sagen, jeder erschafft sich seine eigene Welt, so wie er sie wahrnimmt, dann fragt man sich natürlich, ja, warum erschaffe ich denn dann die Amnesie? Beziehungsweise, warum sage ich Ja zu einer Welt, in der Vergessenheitsmaschinen existieren, in der man Amnesie hat, in der man überhaupt nicht weiß, wer man wirklich ist, woher man wirklich gekommen ist, was die vorherigen Leben waren und so weiter und keinen Zugang zu seinem wahren inneren Wissen besitzt. Und das ist nämlich der Punkt, der uns erklärt, warum wir dem Vergessen zugestimmt haben, nämlich durch den Schock des Universums. Ja, und deswegen wollten wir alles vergessen, damit wir uns erfahren können, dass wir wirklich Schöpfer sind. Und klar, wir sind dann auf verschiedene Bewusstseinsebenen gegangen, 5D, 3D und in 3D, klar, haben wir uns erschaffen, nicht nur, dass wir uns selbst vergessen wollten, das geschieht ja auf einer ganz, ganz anderen Bewusstseinsebene. Hier haben wir uns natürlich erschaffen, dass wir zusätzlich nochmal eine Amnesie zu allen Leben bekommen, die wir je hatten, was auf 5D war, welche Inkarnation wir vorher hatten, durch die Vergessenheitsmaschine-Ebene eben. Es gibt also sozusagen zwei Bewusstseinsstufen der Amnesie. Einmal eben eine technisch ausgelöste, eine digitale und eine selbst erschaffene, selbst gewollte Vergessenheit von höchster Ebene sozusagen, um uns als Schöpfer zu erfahren. Aber das macht eben ja dann keinen Sinn mehr, sobald wir das erkannt haben. Ja, der Schock des Universums. Die Erfahrungen klingen jetzt so beim Erzählen irgendwie ziemlich banal. Aber als du dann den Zirbeldrüsenflash hattest, haben wir bestimmt 2 Stunden nochmal intensiv, sind wir durch die Erlebnisse gegangen und sind
so wieder halb in diesen Zustand gekommen. Und auch wenn es echt banal klingt, wenn man das jetzt so im Video erzählt, es war wirklich eine der prägendsten Erkenntnisse, Erfahrungen und Erlebnisse, die wir in unserer gesamten Laufbahn als Mensch gemacht haben. Logischerweise auch. Denn wenn du wirklich 100% Schöpfer bist, 100%, und dann erkennst, das ist einfach ja, phänomenal. Das kannst du eigentlich nicht mit Worten fassen, nicht so wirklich. Ja, ist schon schwierig eigentlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Dieser Umstand hängt natürlich auch damit zusammen, warum wir uns dann letztendlich für eine 3D-Matrix entschieden haben oder für eine 5D-Matrix oder 6D-Matrix oder was auch immer. Warum wir in die freie Matrix eingetreten sind, warum wir uns dann sogar breitschlagen lassen haben, in die 3D-Matrix sogar runterzugehen. Da sieht man auch, dass da Querverbindungen sind. Und aus einer höheren Perspektive uns dazu entschieden haben. Und natürlich innerhalb der 3D-Matrix hier in unserer Alltagswelt verhält es sich dann so, dass wir uns natürlich auch Fragen stellen. Warum habe ich das denn erschaffen? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Was sollte das denn jetzt? Und ja. Das ist der Trick daran. Ne? Ja. Egal wie ungustelig man sich etwas erschafft, man tut es wirklich zu 100% nur, damit man irgendwann erkennt, dass wer man ist oder dass man eigentlich zu 100% der Schöpfer ist, dass man allein ist und dass niemand da ist, der irgendetwas für dich erschaffen kann. Gar nichts. Niemand. Niemals. Jemals. Ja, und das ist natürlich der Grund dieser Lernerfahrung, dass diese Matrixhülle existiert für jeden, weil die höchste Ebene der Erkenntnis liegt in der Matrixhülle. Und wenn man die nämlich erreicht hat, kann man die Matrix eben verlassen. Jede Matrix. Das heißt, die 3D-Matrix und die freie Matrix kann man über diese Matrixhülle verlassen. Weil aus höherer Perspektive ist sie sozusagen das A und O des Schöpfers oder des werdenden Schöpfers. Das kann man sich wirklich vorstellen wie so ein Küken im Ei. Mhm. Ne, wenn das Küken ausgereift ist, dann kann es das Ei aufbrechen und eben die neue Welt betreten. Ja. Die neue Welt ist nicht so wie die alte Welt. Denn hier in unserer Welt, wie gesagt, wir sitzen alle in unserem Ei. Jeder erschafft seine eigene subjektive Realität. Aber wenn wir die Matrix-Hülle verlassen, kommen wir in die wahre Realität, die so gigantisch ist. Ja, und sie ist objektiv. Da ist keine subjektive Schöpfung jedes einzelnen Individuums. Es ist irgendwie anders. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Aber jedenfalls ist es dort eine Art ja, Gemeinschaftsschöpfung, so würde ich es irgendwie nennen. Also objektiv jedenfalls. Das heißt, wenn wir also uns als absoluten Schöpfer aller wahrgenommenen Elemente erkennen, kommt der Schock des Universums, alles wird schwarz, weil wir dann in dem Moment nicht mehr erschaffen und auch keine Gedanken mehr haben, die natürlich immer Basis sind in der 3D-Matrix für ein Schöpferwesen. Und wir tatsächlich es schaffen würden, diese Matrixhülle zu verlassen, nachdem wir wirklich vollumfänglich erkannt haben, dass wir die wahren Schöpfer sind, beziehungsweise ja, dass jeder sein eigener Schöpfer ist in seiner Matrixhülle und diese dann verlässt man auch die ganze digitale Matrix. Also 5D und 3D-Matrix, freie Matrix und eben die Erdmatrix. Und wenn man diese verlässt, ja, erinnert uns das denn nicht an irgendwas? Denn wenn man da mal jetzt das auf unsere Gegenwart bezieht, auf den Transhumanismus zum Beispiel. Der Transhumanismus plant hier eigentlich, das Bewusstsein aller Menschen ja, zu digitalisieren. So wie in dem Film von Spielberg hier, Ready Player One. Ne? Das hat uns ja schon sehr gut gezeigt, wohin das alles geht.
mit dem Transhumanismus. Ne? Und da geht es ja auch darum, alle Menschen in eine digitale Matrix zu bringen. Das heißt, in der 3D-Matrix wird also versucht, eigentlich das nochmal nachzumachen. Das macht es nochmal richtig schlimmer eigentlich. Ja, ne? Nochmal nachzumachen, um eben das Gleiche zu machen, was schon im Großen, im Universum, in der digitalen Matrix eigentlich abgelaufen ist und immer noch abläuft. Also eine Matrix in der Matrix in der Matrix. Ja. Ja, und so geht das dann immer weiter. Ne? Weil irgendwann wird man auch innerhalb dieser transhumanistischen Matrix irgendwann auch bestimmt wieder irgendeine Matrix bauen. Ja. Und da empfehlen wir auch hier den Film Welt am Draht. Ganz alter Schinken. Ich glaube aus, weiß ich nicht, von wann ist der? 60er, 70er oder so oder 80er, irgendwas. Also ist schon sehr alt, der ist schon 40, 50 Jahre alt, der Film. Aber würden wir mal empfehlen zu schauen, der stellt das sehr gut dar. Ja, das ist der Schock des Universums. Was hast du noch dazu zu sagen? Ich hoffe, dass ihr jetzt nicht alle zu schockiert seid. Ja, wenn ihr so einen Zustand, wenn ihr wirklich mal in diesen Zustand kommt, der wirklich extrem schockierend ist und das auch noch gerne Monate nachhallen kann, wie bei uns, schreibt uns einfach. Schreibt uns, wenn ihr nicht weiter wisst oder Hilfe braucht oder irgendwie, keine Ahnung, nicht wirklich damit umgehen könnt, schreibt uns. Wir sind da beide durchgegangen, hat Monate gedauert, aber vielleicht geht es ja dann bei euch. Können wir euch da ja, begleiten? Ja, also der Schock des Universums ist schon ein Knaller und ist natürlich, sozusagen, würde ich mal annehmen, der letzte Meilenstein, was die digitale Matrix und das ganze Matrix-Gedöns überhaupt betrifft. Und dass das wirklich so das Endziel eines Menschen ist oder eine Schöpferseele, die eben plant, die Matrix zu verlassen. Und letzten Endes wird jeder von uns an diesen Punkt kommen müssen. Da bleibt nichts anderes übrig. Genau wie jeder Mensch, der stirbt in der 3D-Matrix, irgendwann in seinen Astralkörper wechselt. Ja, das ja. ist genauso. Das ist auch einer dieser Meilensteine, die jedem widerfahren werden. Und das verhält sich mit der Matrixhülle genauso. Nur, dass das mit der Matrixhülle natürlich wesentlich schwieriger zu erreichen ist. Und das geht nur über die spirituelle Dissoziation, anders geht es nicht. Und und aufgrund dessen, es ist nicht so einfach zu erreichen, wie zum Beispiel eine außerkörperliche Erfahrung, auch wenn wir jetzt nicht sagen, es wäre sehr, sehr leicht. Da muss man auch schon trainieren für. Ja. Ja, ihr Lieben. Der Schock des Universums. Und wir verabschieden uns. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.